Tüdermann kann den Pass an den Kreis erfolgreich verhindern. Aber Ballbesitz weiterhin bei den Gästen. Schöner Block von Klütermann und der Konter für Post 2 läuft über Tom Koop und er schließt erfolgreich ab zum 22:32. Und Schrittfehler der Gäste von Landgar Petersen und Post Schwerin setzt nach Lars Klütermann und der ist drin. 23:32. Und während des Freiwurfs für die Gäste, ein Torwartwechsel bei den Gästen, Jörg Hennings nun im Tor. Bei Tab Wanderup und wieder der Ballbesitz für Post Schmerin. Und nun der Konter der Gäste. André Empen schließt erfolgreich ab zum 23:33. Und 2 Minuten Entscheidung gegen die Gäste Malte Jessen wegen Kopfangriffs. Nun Post in Überzahl. Können Sie diese Überzahl nutzen und sich wieder in diese starke Phase reinspielen, wie Sie in den letzten paar Minuten hier gesehen haben. Lars Klütermann scheitert an Jörg Hennings. Und nun die Chance für die Gäste, die Unterzahl auszuspielen. Und Lars Jakobs mit dem Treffer in Unterzahl. Für die Gäste 23:34. Und das war klasse herausgespielt vom Mens Exner. Aber Tom Koop kann nicht verwandeln den Heber gegen Jörg Hennings. Und so bleibt es beim 23:34. Und ein klasse Block von Post Schwerin gegen den Wurf von Hennings.
von Petersen, Entschuldigung. Nun der Versuch eines Camper-Tricks in Unterzahl. Durch die Gäste und Post mit der Möglichkeit, das Tor zu machen über den Außen. Christoph Malte-Waldner zum 24 zu 34. Malte Jessen mit dem 35 zu 24. Bert Hartfield scheitert erneut an Jörg Hennings. Und Tobias Tim Otto mit seinem ersten Treffer in dieser Partie zum 24 zu 36. Hartfield scheitert erneut am Block der Gäste. Zeitspiel angezeigt nun gegen Post Schwerin. Hartfield muss abschließen. Schließt ab, scheitert an Hennings, aber es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen Kai Blaszek. Trotzdem Ballbesitz für die Gäste vom HSG Tarp Wanderup. Das Anspiel auf den Kreis klappt nicht und jetzt der Konterlauf von Post in Überzahl. Tom Koop scheitert an Jörg Hennings und es gibt eine erneute 2-Minuten-Strafe gegen die Gäste und das trifft die 21, Tobias Tim Otto. An den 7-Meter-Punkt für Post Schwerin tritt nun Klütermann. Und er verwandelt zum...